Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, in der Tat, wir diskutieren diese Woche des Öfteren über das 70-jährige Jubiläum unseres Grundgesetzes. Ein Grundgesetz, eine Verfassung inzwischen, die uns Frieden, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit gebracht hat, worauf wir wirklich stolz sein können, meine Damen und Herren. Und deswegen führen wir solche Debatten auch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit und aus unserer Sicht auch mit einem Willen, das Grundgesetz mal grundsätzlich in seinen Grundfesten so zu halten, wie es ist. Die Grundrechte in den letzten 70 Jahren, meine Damen und Herren, haben fast gar keine Veränderung erfahren, weil sie sich eben so bewährt haben in den letzten 70 Jahren. Und damit sind wir auch sehr gut gefahren. Und was haben damals die Mütter und Väter des Grundgesetzes beschlossen? In der Tat, sie haben die Artikel 8, 9, 11, 12 als sogenannte deutschen Grundrechte ausgestaltet und haben sie formal somit zunächst mal nur deutschen Staatsbürgern gewähren wollen. Was bedeutet das dann heute tatsächlich in der Praxis? Wir haben einmal allgemeine Grundrechte, Handlungsfreiheit, Menschenwürde, die gelten zweifellos für alle. Dann haben wir Spezialgrundrechte, die als Jedermannsgrundrechte ausgestaltet sind, Meinungsfreiheit beispielsweise, auch die gelten für alle. Und dann haben wir einige Spezialgrundrechte, die als sogenannte deutschen Grundrechte ausgestaltet sind. Das bedeutet aber nicht, dass sie in ihrem gesamten Gehalt nicht für alle gelten, also auch nicht nur für Nichtdeutsche gelten, sondern dass eben für Nichtdeutsche, solange sie nicht EU-Bürger sind, sie in ihrem Kerngehalt, also soweit sie Menschenrechte sind, auch vollständig gelten und nur darüber hinaus ein besonderes Schutzniveau für Staatsangehörige ist. Deshalb, Frau Akbulut, kann ich Ihnen sogar zurufen, was Sie gesagt haben, Menschenrechte müssen für alle gelten, teilen wir auch. Denn in dem Kerngehalt, in dem die deutschen Grundrechte Menschenrechte sind, gelten sie heute schon für alle. Und bitte suggerieren Sie deshalb nichts anderes. Das bringt unser Grundgesetz mit sich und das hat sich wunderbar bewährt. Und wenn man Ihren Gedanken zu Ende denkt, dass auch das Recht, was über das Menschenrecht hinausgeht, immer und für jeden gelten soll, der sich nur gerade im Aufenthaltsbereich, im Geltungsbereich des Grundgesetzes befindet, dann müsste man das machen, was Sie in Ihrem Antrag ja sogar andeuten. Dann müsste das allgemeine Wahlrecht auch für jeden gelten, der gerade mal zufällig während der Bundestagswahl in Deutschland ist. Und das geht aus unserer Sicht dann doch ein bisschen zu weit, meine Damen und Herren. Und deswegen sind wir schon der Auffassung, dass dieser kleine Bereich, nämlich die deutschen Grundrechte, die sogenannten deutschen Grundrechte, in dem Bereich, in dem sie über die Menschenrechte hinausgehen, an die Staatsangehörigkeit geknüpft werden, halten wir schon für richtig. Was bedeutet das denn, Staatsangehörigkeit? Das bedeutet ein bestimmtes Bekenntnis zu diesem Staat und seiner Verfassung. Das bedeutet staatsbürgerliche Rechte und auch Pflichten. Und das bedeutet auch einen unmittelbaren Bezug und eine unmittelbare Beziehung zur Geltung dieses Grundgesetzes, die nicht enden kann durch Ausreise oder durch anderes. Das ist eben eine besondere Beziehung, die deutsche Staatsbürger zu diesem Grundgesetz haben. Und das macht diese kleine Unterscheidung, diesen kleinen Bereich der Grundrechte zulässig. Und wir halten sie auch für richtig, meine Damen und Herren. Und das, was Sie jetzt hier behaupten und suggerieren, meine Damen und Herren von der Linkspartei. Die Linke halt. Linksfraktion, wurde ich vorhin berichtigt. Ja. Das ist doch schlicht und ergreifend nicht richtig, meine Damen und Herren. Sie schreiben in Ihrem Antrag, nach Artikel 3 hätten wir einen Verstoß gegen die Verfassung. Dazu finden Sie selbst als Beleg nur noch einen Kommentar aus dem Jahr 1967. Ansonsten habe ich niemanden gefunden, außer der Linksfraktion, der das auch noch vertritt heute. Dann schreiben Sie in Ihrem Antrag, die Grundrechte müssen ausgeweitet werden, damit Geflüchtete auch Vereine gründen können. Also was versuchen Sie uns denn hier vorzumachen? Ich habe doch eben Ihnen, und das wissen Sie auch, versucht darzulegen, die Vereinigungsfreiheit gilt selbstverständlich in ihrem Kerngehalt
ohnehin für jeden, auch für jeden, der nicht die Staatsbürgerschaft hat. Und wieso darf ein Geflüchteter nicht sich an einer Vereinsgründung beteiligen? Das ist einfach nicht richtig. Das sind Falschbehauptungen, die Sie hier machen. Und deswegen hören Sie auf, so etwas zu suggerieren. Dafür uns ist das Grundgesetz zu schade an der Stelle, meine Damen und Herren. Und die kleine Unterscheidung, die übrig bleibt, beispielsweise die Drei-Stufen-Prüfung beim Artikel 12 bei der Berufsfreiheit. Ja, das finde ich schon richtig, dass da ein bestimmtes Bekenntnis, eine bestimmte Dauerhaftigkeit zu diesem Grundgesetz, zu diesem Staat und seiner Verfassung dazugehört, um diesen ganz besonderen Schutz, diese ganz besondere Ausgestaltung des Artikel 12 am Ende zu genießen. Und deswegen würden wir diese Regelung auch so lassen. Und ich hätte eine Bitte, Ihr Kampf gegen Rassismus, gegen Diskriminierung, der ist ehrenwert, der ist in vielen Bereichen auch unterstützenswert. Aber lassen Sie an der Stelle doch bitte unser Grundgesetz in Ruhe. Wir haben vor ein paar Wochen hier schon mal diskutiert über Grundrechte. Da war die Linkspartei sich beim Antrag der AfD auch sehr einig, man solle die Grundrechte alle so lassen, wie sie sind, und man solle sie nicht für politische Schaufensterdebatten nutzen. Das sollten wir uns alle hier zugute halten. Führen Sie Ihren Kampf gegen Rassismus, gegen Diskriminierung überall, an jeder Stelle. Aber lassen Sie unsere Grundrechte so, wie sie sind. Sie haben sich 70 Jahre bewährt. Herzlichen Dank. Für die AfD hat das Wort der Kollege Fabian Jacobi.